Liebe Zuschauer, willkommen bei Achtung Buch und heute darf ich Ihnen ein Buch präsentieren, das eigentlich ein Sachbuch ist, aber sich wie ein Kriminalroman liest. Im Klappentext würde dann stehen, basiert auf einer wahren Begebenheit. Es handelt sich um dieses Werk von Colin McMahon, Trump gegen den Deep State. Mein Gast ist Medienmensch, er ist studierter Medienwissenschaftler, Deutsch-Amerikaner. Er hat in Amerika studiert, aber dann viel Erfahrung hier in Deutschland gesammelt, beim Fernsehen als Produktionsassistent. Er arbeitet aber auch schon lange bei den alternativen Medien, bei PI News oder auch bei Kontrafunk. Er ist ein wirklich gut informierter Gesprächspartner, nicht nur zum Thema Donald Trump, sondern darüber hinaus. Und ich freue mich sehr auf den Talk mit Colin McMahon, Trump gegen den Deep State. Schönen guten Tag, Colin McMahon. Colin, schön, dass wir Zeit gefunden haben, über dieses so wichtige Thema zu sprechen. Hallo. Hallo, Robert. Ja, ich freue mich riesig. Ich habe gemerkt, dass ich das Buch verschlungen habe, wirklich. Es ist so ein Page-Turner, weil das sich wie ein Agentenkrimi liest. Diese ganze, alle die Details zur Wahl von Trump im Vorfeld, dann die Wahl 2020 und auch die Erstürmung des Kapitols und all diese Dinge. Das hat mich so fasziniert, wirklich. Und bevor wir tief einsteigen, ganz kurz noch zu deiner Motivation. Ich habe es in der Eingangsmoderation schon gesagt. Mein Gott, was du alles machst, das ist ja unglaublich. Da gibt es diesen Begriff im Deutschen, der heißt Tausendsassa. Ich meine es jetzt positiv. Da bist du ja schon immer sehr aktiv gewesen, auch als Journalist. Aber wo kommt deine aktuelle Motivation her? Gab es irgendwo in deiner Vita einen Bruch, wo du gesagt hast, Moment, hier ist jetzt gerade irgendwo, biegen wir gerade falsch ab? Ja, also ich denke 2015, das ging ja, glaube ich, vielen von uns so. Wenn es nicht Corona war, dann schon 2015. Ich war ja ein klassischer Linker. Ja. Ich war in meiner Jugend war ich Punk und war auf Nirvana, bevor ich irgendjemand Nirvana kannte und habe da zu Kurt Cobain abgerockt und so und hatte lange Haare. Ja. Und irgendwann habe ich halt geheiratet und Kinder gekriegt und dann wird man halt ein bisschen gesetzter und zahlt Steuern und findet die Polizei gar nicht mehr so schlecht und so. Aber ich war eigentlich immer so ein Clinton-Obama-Wähler und fand auch die Angela Merkel toll und so, wie sie den Euro gerettet hat. Und dann plötzlich kam diese Wende 2015, als sie von einem Monat auf den anderen, zuvor hat sie noch dem palästinensischen Mädchen über den Kopf gestreichelt und gesagt, wir können leider nicht alle aufnehmen. Und dann plötzlich, als wenn irgendjemand ihr einen Aufsatz vorgelegt hat, vielleicht aus der Welt oder irgendwas, wo ein reicher Milliardär aufgefordert hat, jedes Jahr 1 Million Migranten aufzunehmen, hat sie dann plötzlich beschlossen, am 4. September 2015 die Grenzen aufzuheben, einseitig ohne Beschluss des Bundestages. Ja. Und so ist es ja immer noch, 9 Jahre später. Und man sieht ja, was aus dem Land geworden ist seitdem. Ich bin ja selber Ausländer, ich habe ja nichts gegen Ausländer. Ne? Aber gegen diesen Gesetzesbruch schon. Und ich denke schon, dass man die Gesetze achten muss, die Verfassung achten muss. Wir haben Artikel 16a, nachdem aus die Einreise aus dem sicheren Drittland eigentlich kein Asyl gewährt. Und da habe ich angefangen, auf Facebook Sachen zu posten drüber und wurde dann plötzlich gesperrt, nur weil ich Viktor Orban, den ungarischen Premierminister, zitiert habe. Okay. Und dann habe ich Facebook verklagt mit dem sehr, sehr netten Anwalt Christian Stahl aus Regensburg. Und wir haben auch gewonnen, haben ein Schmerzensgeld bekommen von Facebook. Und habe dann angefangen zu schreiben und bei Blogs zu veröffentlichen und kannte einen von der AfD, den Petr Biston, den kannte ich aus meiner Jugendzeit, als er bei der FDP war und ich nichts mit Politik zu tun hatte. Und habe den angerufen und gesagt, hey Petr, kann ich irgendwie helfen? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, was kannst du denn? Ich habe gesagt, ich kann schreiben. Und so bin ich dazugekommen, war 2, 3 Jahre bei Petr sogar angestellt im Bundestag. Aber hatte dann doch nicht immer dieselbe Meinung wie die AfD in manchen Sachen und habe dann beschlossen, dass es als freier Journalist mit meinem Gewissen mehr vereinbar ist und habe dann angefangen, für die Junge Freiheit zu schreiben oder für Reitschuster und bin jetzt beim Kontrafunk und schreibe Bücher für den Kopfverlag, weil der Kopfverlag ist der einzige, der solche Bücher heute macht. Ja. Tja.
Und genau da sind wir beim Thema. Wir wollen über dein neuestes Werk sprechen, auch im Hinblick darauf, dass die Wahl jetzt im November ja ihre Schatten schon vorauswirft. Du schreibst ganz am Anfang in einem Statement von, Zitat, Donald Trump Jr., wenn mein Vater übers Wasser gelaufen wäre, würden die Medien schreiben, Trump kann nicht schwimmen. Ne, das fand ich schon richtig geil, um einzuordnen, wie die Medien da drauf sind. Ja, lass uns auf das Phänomen Trump kommen. Als er damals 2015 die goldene Rolltreppe im Trump Tower runtergefahren ist, kurz nach der Ankündigung, dass er kandidieren wird, seitdem wurde er aufs Korn genommen und der Daumen hat sich über ihn gesenkt. Wie kam es dazu, dass Trump überhaupt in dieses System reinkam und vor allem, wie kam es dazu, dass er tatsächlich Präsident werden konnte? Weil die Prognosen waren ja bei 15% für ihn. Ich habe auch die Details gelesen, so von der Wahlnacht, dass die alle schon die Jubel-Sektkorken haben knallen lassen im Clinton-Lager und dann plötzlich hieß es, Donald Trump ist der next president. Ja, wie kam das Phänomen zustande? Ja, unglaublich, ja, historisch einzigartig. Vor allem, dass jemand Präsident werden konnte, der außerhalb von diesem Staatsapparat kommt. Ja, das war ja das eigentliche Problem. Ja, nicht so sehr, dass er für oder wider irgendwelche Politik ist oder amerikanische Interessen zuerst setzen will, das ist ja gar nicht schlecht, sondern der Mike Benz, der Cybersicherheitsexperte, den ich immer so gern zitiere, der auch für alle deine Zuschauer auf Twitter unbedingt empfehlenswert ist, wenn man Englisch spricht, Mike Benz Cyber folgen, weil der entlarvt am besten diesen ganzen amerikanischen Machtapparat, diesen Sicherheitsapparat, der zu diesem Zensurkomplex gehört und zu dem Ukraine-Krieg und auch zur Kampagne gegen Trump. Also das sind die drei Themen, die ich in meinen Büchern bisher abgedeckt habe. Und man hatte wirklich Angst, dass der Trump etwas machen könnte, was nicht im Sinne des amerikanischen Machtapparates ist. Ja, vor allem, als er gesagt hatte, wir sollten ja mit Wladimir Putin auskommen. Das ist etwas, was Obama auch gesagt hat 2008. Er wollte auch einen Neustart hinlegen. Das wurde aber 2014 spätestens mit dem Maidan ad acta gelegt, dass Amerika im Prinzip mit 5 Milliarden Dollar, wie Victoria Nuland gesagt hat, zur Stärkung der Zivilgesellschaft und der Demokratie da die gewählte Regierung der Ukraine weggeputscht hat und da ihren eigenen Präsidenten, wie Nuland auch am Telefon gesagt hat, ins Amt befördert hat. Solche Aktionen würden dann mit einem unberechenbaren Donald Trump als Präsidenten dann plötzlich nicht mehr möglich. Und deshalb, sobald Trump dieses Statement gemacht hat, er würde gerne besser mit Russland auskommen und auch damals einen Außenminister aus der Ölbranche erstmal nominiert hat, gingen in Washington und in befreundeten Medien alle Alarmglocken los. Und das kann man schon ab dem Zeitpunkt Mai 2016 sehen, als er dieses Statement gegeben hat. Dass dann plötzlich wurden 100 Außenpolitik-Experten zitiert in allen Medien, die Donald Trump verurteilt haben, alles angeblich konservative Republikaner. Und er hat sich dann ganz schwer getan, Leute zu finden, die überhaupt bei ihm in der Außenpolitik mitmachen würden. Und diese Leute hat man dann gezielt aufs Korn genommen, um denen irgendwelche dubiosen Verbindungen zu Russland und zu Putin anzuhängen. Und sie wurden also wirklich vom FBI, vom NSA und vom CIA in einer noch nie dagewesenen Kampagne gegen einen Präsidentschaftskandidaten abgehört. Obwohl bei der ersten Anhörung vor diesem Gericht für Auslandsspionage, dieses Pfizer-Gericht, der Richter gesagt hat, ja, was wollt ihr hier? Das ist doch ganz offensichtlich politisch motiviert, hat das sofort verworfen, diesen Antrag. Und da musste das FBI also seine Wunden lecken und zurückgehen und erstmal illegal die Trump-Kampagne abhören lassen, um da irgendwelche Sachen zu finden. Und da wurden, wie du sagst, es ist wie in einem James-Bond-Film, da wurden Trump-Leute nach London gelockt mit irgendwelchen komischen Einladungen, weil das CIA darf ja nicht im Inland operieren. Das heißt, sie haben gerne, Rom war auch beteiligt, aber gerne auch nach London die Leute gelockt. Da konnte man dann mit seinen Freunden vom MI6 diese Trump-Leute versuchen auszuspähen oder irgendwas zu finden, was man ihnen anhängen könnte, um dann diese FBI-Überwachung der Trump-Kampagne zu rechtfertigen. Und sobald man da einen gefunden hat, wie diesen Papadopoulos oder den General Mike Flynn,
Sein Verbrechen war, dass er mit Russia Today geredet hatte, Ja, ja, und ja. war und bei einer Konferenz in Moskau neben Wladimir Putin gesessen war. Konnte man, wenn man einen gefunden hat, dann konnte man auch deren ganzen Kontakte ausspionieren. Und damit war natürlich mit zwei Schritten die ganze Trump-Kampagne im Prinzip zum Lauschangriff freigegeben. Und das ist immer noch nicht aufgearbeitet worden. Das ist ein konzentrierten Lauschangriff gegen den politischen Gegner 2016 gegeben hat. Es ist nie jemand zur Rechenschaft gezogen Die worden. Personalie Mike Flynn hat ein ganzes Kapitel bei dir im Buch. Das fand ich auch sehr spannend, weil das exemplarisch zeigt, mit welcher Akribie und schon bösartigen Energie da vorgegangen worden ist. Aber ich möchte mal kurz zurückspringen zur Wahlnacht und dann eben für die Transition-Phase. Also das, in Amerika ist ja dieses Wahlmännersystem, als man früher noch mit den Ponys quasi dann die ganzen Wahlmänner nach Washington gekarrt hat. Deswegen ist es nicht so wie in England die Wahl und am nächsten Tag zieht er ein in die Downing Street, sondern es dauert bis zum 20. Januar. Vom November an viele Wochen. Und in der Zeit gab es also wirklich eine extreme Einschüchterung von Seiten der Demokraten für die Wahlmänner, weil die ja dann quasi so abstimmen, wie der jeweilige Staat dann, der jeweilige Bundesstaat abgestimmt hat. Und dann hieß es eben, ja, die sollen nach ihrem Gewissen abstimmen. Es gab Drohbriefe, Mails, Einschüchterungsversuche, Morddrohungen und so weiter. Etwas, was dann 4 Jahre später genau andersrum war, ja, hat man in dem Fall dann genau benutzt, so die Einschüchterung der Wahlmänner. Also da muss doch dann in Washington, im Deep State, in dem Moment die blanke Panik regiert haben, weil ihnen gesehen ist, okay, da ist uns jetzt ein Fehler unterlaufen. Ja, also das ist richtig, was du ansprichst. Es ist witzig, dass 2020 genau das, was Donald Trump vorgeworfen wurde, dass er die Wahl in Zweifel ziehen würde, 2016 von Hillary Clinton und John Podesta und Media Matters und diesen demokratischen NGOs praktiziert wurde. Die haben wirklich da die Wahl anfechten wollen, haben das auch in einigen Bundesstaaten getan, obwohl Bill Clinton zu seiner Frau gesagt hat, hey, lass es, das funktioniert nicht. Er war immer so ein bisschen die Stimme der Vernunft und hat ihr davon abgeraten. Aber dann ist die Antifa auf die Straße gegangen. Das war auch so ein sehr interessantes Phänomen aus Deutschland aus, weil es gab ja vor 2016 in Amerika keine Antifa. Wie die Engländer sagen, wir brauchen keine Antifa, wir haben den Krieg gewonnen. Ja, wir haben ja die Nazis besiegt. Warum brauchen wir eine Antifa? Das ist eine deutsche Erfindung gewesen. Und plötzlich gab Stimmt, es habe ich noch nie irgendwelche drüber nachgedacht. Meeting. Es gab dieses Meeting im Mandarin in Washington, wo eigentlich die Siegesfeier von Hillary Clinton gefeiert werden sollte, Mitte November da, wo plötzlich George Soros aufgetaucht ist und gesagt hat, wir müssen jetzt den Widerstand organisieren. Ja? Und da seine ganzen Geldgeber zusammengezogen hat. Und ich denke, um diesen Zeitraum muss das auch gewesen sein. Da gab es bestimmt irgendwelche Verbindungen zwischen der deutschen Antifa und diesen amerikanischen Gruppen gegen Rassismus und gegen Faschismus, die dann plötzlich aufgetaucht sind, die dann wirklich auch diese ganzen deutschen Strategien, diese Taktiken des schwarzen Blockes und alle ziehen sich gleich an und so übernommen haben. Ja, und du siehst, das hat immer so ein bisschen so einen amerikanischen Einschlag. Die Trump-Leute damals sind noch aufgelaufen mit irgendwelchen Superheldenkostümen. Ja, das ist sehr, sehr amerikanisch. Die haben dann sich Fahnen umgehängt und hatten Helme aufgesetzt wie irgendwelche Wikinger. Und die amerikanischen Antifa haben auch angefangen, sich da mit irgendwelchen Panzerungen zu bewaffnen und so. Und da gab es ja richtige Straßenschlachten 2016. Da gab es die berühmte Stürmung von Berkeley als der Kommentator Milo Yiannopoulos da war und reden sollte. Und das war aber ein ganz neues Phänomen. Erst eigentlich am Tag der Amtseinführung Donald Trump explodierte diese Antifa in Amerika auf den Straßen von Washington und hat sogar in die Limousine eines Pakistanis irgendwie abgefackelt, der da überhaupt nichts dafür konnte, aber er war offensichtlich reich, weil er eine Limousinenfirma besitzt und deshalb war er ein legitimes Ziel für diese Antifa. Und das haben die Medien alles schon gefeiert damals. Also wenn man dieses komische Bild von Donald Trump hat, was viele Leute in Deutschland
auch sicher einige Zuhörer haben, dass er so ein Ekel ist und so ein schrecklicher Mensch und so. Das wurde ja ganz gezielt seit 2016 in den Köpfen platziert. Ja, es wurden nur die schlimmsten Nachrichten, die schlimmsten Bilder von ihm gezeigt. Also Die das Spiegelcover, der Meteor, der auf die Erde zufliegt ja, und und beim so. Spiegel auch, Genau, der ja. Spiegel ist da immer ganz vorne weg mit diesen Propagandakampagnen. Da gibt es ja auch offensichtlich irgendwelche Verbindungen vom Spiegel zum Geheimdienstapparat und zu irgendwelchen dubiosen Recherchenetzwerken und so wie Bellingcat und so. Die arbeiten ja mittlerweile ganz offen eigentlich mit diesen NGOs zusammen. Das schreiben sie auch in den Artikeln rein, wer im Prinzip ihre Recherche da geliefert hat. Was mir aufgefallen ist, gleich ganz am Anfang, auch bei der Personalie Flynn, General, Drei-Sterne-General, Mike Flynn, die waren alle zu blauäugig. Denen war nicht klar, mit welcher kriminellen Energie der Deep State da vorgehen würde. Auch Trump war sich offensichtlich nicht bewusst, was da jetzt passiert. Normalerweise ist es ja so, dass die neue Regierung dann Gespräche aufnimmt mit der alten Regierung. Es gibt so einen Übergangsprozess, die wichtigsten Posten werden besetzt. Wie geht's weiter? Was macht man? Und von Anfang an wurde da sabotiert, geblockt, verhindert. Und die Personalie Flynn ist deswegen so interessant, weil der ja als ehemaliger Chef des DIA, des Militärgeheimdienstes, von Anfang an gesagt hatte, er will diesen ganzen Geheimdienstapparat austrocknen. Er wollte den Sumpf trockenlegen und dann sind die Schlangen rausgekommen. So hast du es auch beschrieben in dem Buch, ja. Und kannst du das vielleicht mal ein bisschen aufmachen, warum die Personalie Flynn so bedeutend war für Trump in seiner Administration und warum er als wichtigste Figur auch in diesem Kabinett als nationaler Sicherheitsberater von einfachen FBI-Beamten da im Oval oder im Weißen Haus dann mehr oder weniger aufs Kreuz gelegt worden ist. Ja, der Flynn, der hatte ja in Afghanistan seine Geheimdienstkarriere im Prinzip angefangen und hat gemerkt, dass da die Bürokratie einfach die Arbeit behindert. Ja, wenn irgendwelche Meldungen über die Taliban-Präsenz erfasst wurden, dann wurden die erst mal nach Washington, nach Langley geschickt und dann war Wochenende oder so. Und dann war es 3 Tage später und da war die Nachricht natürlich schon wieder erkaltet. Ja. Und er hat dann gearbeitet, dass die Geheimdienste direkt mit den Soldaten vor Ort sozusagen Informationen austauschen, um die Bürokratie auszuschalten. Und die Bürokratie hat das natürlich nicht gerne, wenn man sie ausschaltet. Ja. Und er hat auch Obama kritisiert, als dieser gesagt hat, der Islamische Staat sei nur Kreisklasse irgendwie, sei nicht ernst zu nehmen. Hat der Flynn damals schon gesagt, das ist eine ernsthafte Gefahr, die da aufzieht und da müssen wir was dagegen tun und so war es ja dann. Und Obama hat irgendwie noch 2 Tage vor dem Bataclan-Anschlag gesagt, ach, die sind besiegt und das ist alles erledigt. Ja. Da war der Flynn schon längst gefeuert worden. Und dann gab es dieses furchtbare Massaker und der Terror kam nach Europa an. Und Flynn war da so ein bisschen in Warteschleife, hat dann seinen eigenen Think Tank aufgemacht und wurde dann auch nach Moskau eingeladen von Russia Today und hat auch diese Gala da mit Wladimir Putin besucht, aber da war ja nichts Schlimmes dran. Hatte auch Verbindungen nach London zu Think Tanks, die dann versucht haben, ihn da einzuladen und ihn irgendwie als russische Marionette darzustellen. Da gab es eine Professorin, da hat man sie zusammen fotografiert und gesagt, guck mal, das ist der russische Spitzel, der jetzt den Sicherheitsberater von Trump da unterwandert. Ja. Die hatten das alle völlig albern, diese Vorwürfe, aber die Medien haben das eins zu eins alle nachgeplappert. Ja. Man brauchte irgendwas, was man gegen ihn verwenden kann und hat natürlich diesen Lauschangriff schon gefahren, wobei Flynn schon davon ausgegangen ist, dass er abgehört wird, wenn er als neuer designierter nationaler Sicherheitsberater, also in dieser Übergangsphase, wo Trump schon gewählt wurde, aber noch nicht im Amt war, hat er schon angefangen, Kontakte aufzunehmen und mit dem russischen Botschafter zu telefonieren. Interessanterweise ging es da um Israel. Die Obama-Leute wollten ja noch Israel eins reinwürgen, bevor sie gehen. Der Obama war ja kein Freund von Israel und der wollte diese Resolution noch
verabschiedet sehen, wonach Israel verurteilt wurde wegen den besetzten, sogenannten besetzten Gebieten oder Judäa und Samaria, wie die Israelis das nennen, dass es illegal ist. Das wird heute immer noch zitiert vom deutschen Auswärtigen Amt, dass es diese Resolution gab, das erste Mal, wo Amerika sowas nicht verhindert hat, um festzustellen, dass die Anwesenheit von Juden in Judäa also irgendwie illegal sei. Das wollte Trump eigentlich verhindern und hat mit dem russischen Botschafter Kiselyak telefoniert und gesagt, hey, könnt ihr da euch bitte enthalten? Und Kiselyak hat gesagt, nee, Pech. Aber dieses Telefonat und noch einige andere, da gab es einen Flugzeugabsturz in Syrien von dem russischen Weihnachtschor. Solche Telefonate hat man dann benutzt, um Flynn in eine Falle zu locken. Weil als er im Amt war, ab dem 20. Januar, sind irgendwelche FBI-Agenten plötzlich mehr oder weniger unangekündigt bei ihm auf der Matte gestanden, haben gesagt, ach, du brauchst keinen Anwalt, Naja. ne? Das können wir uns schenken mit dem Anwalt, wir wollen dich jetzt bloß hier ein bisschen ausquetschen. Ja? Haben ihm also nicht mitgeteilt, dass er sich strafbar machen kann, wenn er da irgendwas Falsches sagt. Und er hat dann im Prinzip gesagt, was rede ich mit diesen Idioten, was geht die das an? Und hat also mehr oder weniger die Hälfte verschwiegen von seinen Telefonaten mit dem russischen Botschafter. Und das wurde dann irgendwie ausgelegt, als er würde das FBI hinters Licht führen. Und die ganzen Medien haben sich drauf gestürzt. Das war ja, glaube ich, 2, 3 Wochen nach dem ersten Angriff auf Trump, wo dann diese Gerüchte hochkamen von einem Pipi-Video, dass Trump in Moskau in einem Hotel gefilmt wurde mit einem Prostituierten, alles totaler Humbug. Ausgedacht von diesem MI6-Spion, diesem ehemaligen Christopher Steele, der von der Clinton-Kampagne bezahlt wurde, wie wir später erfahren haben. Das hat eigentlich nicht so gefruchtet, weil alle sofort den Braten gerochen haben, dass das ein Quatsch ist, was der da Also man schreibt. hat von Anfang an dem Flynn da die Pistole auf die Brust gesetzt, vor allem dieses Russian Election Interference, dass also die Russen von Anfang an Trump mehr oder weniger als U-Boot jetzt hier installiert haben und Trump ein Büttel von Putin ist. Interessant war auch der Fakt, dass die ein Gesetz von 1799, das Logan-Gesetz, rausgekramt haben. Das sagt nämlich, dass kein Privatmann ohne Erlaubnis der US-Regierung mit einer ausländischen Regierung kommunizieren darf. Also die Sondierungsgespräche von Flynn mit den Russen und den anderen wurde ihm quasi als Fehler ausgelegt, aber er war ja gar kein Privatmann. Er war o nationaler Sicherheitsberater. Im Ja, vor allem, was willst du da sagen, wenn Alex Soros da durch die Gegend fliegt und mit Ja. irgendwelchen Staatsoberhäuptern spricht? Oder Barack Obama war ja vor kurzem in London und hat irgendwelche Geheimtreffen mit dem englischen Premierminister gehabt. Und was ist der Unterschied, ja? Aber warum wurde der dann wirklich fallen gelassen? Hätte da die Trump-Administration nicht sagen können, wir stehen zu ihm, das ist alles Bullshit, ihr habt hier keine Macht, ich bin Präsident, ich habe hier die Oberaufsicht über alles, vergesst es. Hat Devin Nunes, der Aufdecker eigentlich aus dem Kongress, gesagt, dass das eigentlich das Anfang vom Ende war. Die hätten da aussitzen müssen. Aber Trump war ja unter irrsinnig viel Druck. Alle Medien haben sich auf ihn gestürzt. Er hat ja im Prinzip nur Breitbart und so ein paar schummrige Internet-Webseiten gehabt, die ihn überhaupt nicht mal Fox News hat ihn unterstützt. Ja. Megyn Kelly, der hat ja damals ihn richtig rangenommen bei der Debatte und Rupert Murdoch ist kein Freund von Donald Trump. Also hat die ganzen Medien bis hin zum Deutschen Spiegel haben sich ja über ihn hergemacht. Und er wollte ja eigentlich nur gefallen. Er ist ja auch ein bisschen so ein Egozentriker, ein Ja, Fernsehstar, klar, das Reality-Star. Er hat gedacht, okay, jetzt werde ich Präsident, jetzt ist das alles gelaufen mit der Wahl, jetzt können wir bitte schön anfangen, unser Land wieder großartig zu machen. Ja. Er hat wirklich gedacht, dass jetzt alle zusammenrücken und an einem Strang ziehen. Und war da sicher ein bisschen blauäugig. Und sie haben gedacht, wenn sie General Flynn fallen lassen, dann ist Ruhe. Ja, aber das war dann dann haben die Haifische dann erst richtig Blut geleckt. Und dann ging es los mit dem FBI-Chef, dass er geheime Aufnahmen mit dem Präsidenten und seinen Meetings der James Comey veröffentlicht hat. Ja, irrsinnig, noch nie da gewesen. Und anstatt dass der kritisiert wurde, wurde Trump kritisiert und so. Also,
Man sieht, was für eine Macht die Medien haben, da wirklich Gehirnwäsche zu Ja. betreiben. Also man sieht natürlich in deinem Buch dann auch die ganzen einzelnen Verfahren, die er am Hals hatte, das Steele-Dossier und der Miller-Report und Mueller-Report und alles, was da kam. Ich möchte mal gleich ein bisschen vorspulen, weil wir gar nicht die Zeit dazu haben, die ganzen 4 Jahre zu besprechen. Er hat relativ gute Politik gemacht, in Anführungszeichen. Das ist immer alles kritisch zu sehen, manche Sachen sind kritisch zu sehen, aber bis auf Corona, dass da alles zerhagelt hat, war er für die Amerikaner eigentlich jemand, wo die Dinge erstmal zum Besseren gelaufen sind. Also wirtschaftstechnisch und auch von den Zahlen her waren die Leute sehr zufrieden. Und dann kam die Wahl 2020. Da möchte ich gleich mal hinspulen. Wir haben damals eine Live-Sendung gemacht hier in unserem Programm, 14 Stunden. Ich bin irgendwann in der frühen 5 ins Bett gegangen, als es hieß, okay, der hat jetzt in diesen Swing States, hat er so viel Vorsprung. Das war's, wir machen morgen weiter und gucken mal dann die Nachberichterstattung. Ich wach auf 4 Stunden später, guck die Schlagzeilen, Biden hat gewonnen. Und mir ging es so wie vielen anderen, wir sind alle aus den Wolken gefallen. Und dann war doch diese berühmte Kurve, die dann diesen Knick gemacht hat und die Trump-Kurve überholt hat. Ich habe jetzt hier auf epischer Länge, auf über 30 Seiten oder noch mehr, die ganzen einzelnen Beeinflussungen seitens der Wahlauszählung, der Stimmauszählungen gesehen. Das ist ja unfassbar. Ich hatte vorher schon einiges an Details auch mal gelesen, aber was du da zusammen recherchiert hast, kannst du das nochmal zusammenpacken? Nicht jeden einzelnen Staat, aber was ist Also, da ich glaube, gelaufen in dieser das Wahlnacht? Ja, Bezeichnendste so, ist ja. ja aus Georgia, aus diesem State Farm Arena, ja, wo es wirklich diese Überwachungsvideos gibt. Die Anwesenden wussten anscheinend nicht, dass da Videokameras mitlaufen. Aber das ist unfassbar. Also, Georgia ist ja ein Südstaat, ja, also republikanisch geprägt, Konservativ, eigentlich bis ja, auf. ja. Bis auf Atlanta, die Großstadt, die Hochburg, die sehr, sehr, sehr viele schwarze Einwohner hat, sehr viele Demokraten. Ja. Und da gab es eben diese Hochburg in Atlanta, und wo man versucht hat, diesen Staat sozusagen für Biden zu kippen. Und da gibt's wirklich die Aufzeichnungsvideos. Dann 10:30 Uhr abends geht jemand raus und erklärt den ganzen versammelten Wahlbeobachtern und Presse: So, wir machen jetzt Schluss für heute. Wir haben einen Rohrbruch irgendwie, Wasserschaden, ja. einen Wasserschaden, und wir müssen jetzt alle heimgehen, und jagt jetzt den Beobachter von Fox News da und von den Republikanern, und das gesetzlich vorgeschrieben, dass Wahlbeobachter bei der Auszählung dabei sein müssen. Und dann siehst du auf dem Video, wieder eine halbe Stunde warten, bis alle weg sind. Und dann geht diese Dame zu einem Tisch, der so einen Vorhang drüber hat, und fängt an, da diese Rollkoffer rauszuziehen und zu diesen Auszählungsmaschinen zu fahren und teilweise mehrmals diese Stimmenpakete da durchzujagen, bis 1:30 Uhr morgens. Und dann hat irgendjemand den republikanischen Wahlbeobachtern mitten in der Nacht auf der anderen Seite der Stadt irgendwie einen Tipp gegeben: Hey, da sind noch Leute im Auszählungszentrum. Und die so: Was? Das kann nicht sein. Und sind sofort zurückgefahren. Da hat man sie erstmal an der Tür aufgehalten, wollte ihren Ausweis sehen und sowas. Und bis die dann in dem Raum drin waren, waren alle weg, und es war vorbei. Ja. Und dann sieht man wirklich in der Auszählungskurve von Georgia genau um 13:30 Uhr morgens Ja. so ein Spike für 160.000 Stimmen für Joe Biden und fast keine für Donald Trump. Und dieses Video wurde dann bei einer offiziellen Anhörung im Senat von Georgia von einer Trump-Anwältin, von Jackie Pick, präsentiert, die das als kommentiert hat und gezeigt hat, wie auch um 8 Uhr morgens diese Rollkoffer da schon platziert worden waren von denselben Damen, die dann später auch da geblieben sind. Und das interessiert keinen. Die Medien haben das einfach so getan, als wenn das Fake News wären. Und das Video findest du ganz schwer auf YouTube. Das wird immer wieder wegzensiert, ja, weil es angeblich irgendwie Fake News ist von den Überwachungskameras. Der Gateway-Pundit, für den ich schreibe in Amerika, der wurde verklagt. Und die ganze Trump-Mannschaft wurde auch verklagt. Ja, da kommt das Bild auf dem Cover von meinem Buch. Also, das ist das Polizeifoto aus Atlanta. Ja. Mugshot. Weil, der Mugshot, genau, das haben wir offiziell beantragt bei der Polizei von Atlanta. Da mussten wir
ein Fax hinschicken, wie das heute immer noch ist bei manchen Behörden, ne? Und haben dann die offizielle Genehmigung bekommen, dieses Polizeifoto zu verwenden. Aber jeder, der irgendwie rausgeht und sagt, hey, hör mal zu, da ist was wirklich Komisches passiert in diesem Auszählungszentrum in Georgia und wir haben die Videos davon, wird verklagt von Ruby Freeman und ihrer Tochter und allen, der Gateway Pundit hat ja diese Namen identifiziert sogar von den Leuten. Weil die Ruby hatte ein T-Shirt mit ihrem Namen drauf. So ging das los. Und man konnte also herausfinden, wer sind die demokratischen Aktivisten da bei der Wahlauszählung gewesen. Also bei dieser ganzen Liste, die du da aufgeführt hast, das ist ja nicht nur in Georgia gewesen, sondern auch in diesen ganzen entscheidenden Staaten, Arizona, Wisconsin, da gibt es ja Dutzende, wenn nicht viele Dutzende Beweise dafür, Beweise wirklich, dass da betrogen wurde. Da haben Tote abgestimmt, da haben Leute mehrfach abgestimmt, weil sie da und da gemeldet waren. Dann haben Leute ohne Registrierungen abgestimmt. Also das sind Hunderttausende, wenn nicht ein paar Millionen Stimmen, die letztendlich dann am Schluss das Pendel umschwingen haben lassen und Biden zum Präsident gemacht haben. Es gibt sogar einen Dokumentarfilm, ich glaube, der heißt 1000 Mules, also die 1000 Mulis, wo das alles nochmal auch filmisch aufgearbeitet worden ist, die Überwachungskameras der einzelnen Mail-in-Ballots, wo die Briefwahlstimmen körbeweise von einzelnen Personen eingeschmissen worden sind. Frage: Warum ist das amerikanische Justizsystem nicht in der Lage, diesen offensichtlichen Wahlbetrug als solchen zu erkennen und auch dementsprechend vorzugehen? Weil Trump und seine Administration haben ja mehrfach versucht, dann bis zur Übergabe von Biden das anzufechten. Wieso ist das nicht? Es gab tatsächlich erfolgreiche Fälle, die werden bloß nicht berichtet. Also in Arizona wurde das Wahlrecht ja geändert jetzt. In Pennsylvania hat das oberste Gericht und in Wisconsin haben nachträglich festgestellt, dass diese Änderungen des Wahlrechts verfassungswidrig waren. Also das Wahlrecht muss man in Bundesstaaten übers Parlament ändern. Das haben die einfach umgangen und haben gesagt, das ist Corona, wir müssen hier Sondermaßnahmen ergreifen und hat einfach die Regeln geändert. Oft haben die Establishment-Republikaner wie George Raffensperger in Georgia mitgemacht, aus Gründen, die wohl nur sie selber wissen. Ja. Es gibt ja auch Trump-feindliche Republikaner. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Fälle zu dem Thema, die gewonnen wurden. Also in Wisconsin hat ein anerkannter, pensionierter Richter da einen ewig langen Bericht dazu geschrieben. Da kam das auch raus mit Facebook, wie Mark Zuckerberg da 420 Millionen Dollar in Wählermobilisierung gesteckt hat und um Corona-Maßnahmen. Ja, diese Gelder wurden dann hauptsächlich in linken Wahlkreisen ausgegeben, um dort die Wähler zu mobilisieren. Ja. Da musste Zuckerberg dann auch nachher davon Abstand nehmen und hat ja mittlerweile auch sich wieder tatsächlich versucht, ein bisschen von den Demokraten zu entfernen, dieses Jahr, glaube ich, und gesagt, er tritt jetzt wieder für Meinungsfreiheit ein. Der hat also auch gemerkt, dass da die Stimmung wirklich auch kippt im Land, weil nach dem 6. Januar, den du ja schon angesprochen hast, war in Amerika, war es ja unmöglich, über diese Themen zu reden. Da bist du ja, da hat der FBI geklopft bei dir. Ja. 6. Januar war deswegen interessant, weil das der Tag war, wo die Wahlmänner zusammengekommen sind, um dann eben aufgrund der Resultate der Wahl vom 8. November 2020 den Präsidenten offiziell auszurufen. Genau. Und Trump hat im Vorfeld eben gesagt: Leute, lasst uns unser Land zurückholen, alle Patrioten, versammelt euch. Es gab eine große Rallye, es gab eine große Veranstaltung mit 250.000 Menschen, wo er auch gesagt hat: Ja, bitte, Nachrichten, schaut mal, filmt es doch mal, was hier ist. Ja, das sind nicht drei Hillbillies, die da gerade vom Berg runtergestiegen sind, sondern das ist die Mitte Amerikas, die hier steht. Und dann kam es zu dieser sogenannten Erstürmung des Kapitols. Und ich lese da auch bei dir, dass da mittlerweile eigentlich alles klar ist, dass das inszeniert war, dass da wirklich auch eine Geheimdienstoperation stattgefunden hat, ähnlich wie bei der zweiten großen Balwik-Demonstration am 29. August 2020, das mir vorkommt ein bisschen so wie die Blaupause für das Ganze, dass man da gutgläubige Menschen mehr oder weniger instrumentalisiert hat. Damals mit dieser Esoterikerin, die die Leute da so wuschig gemacht hat: Ja, Trump ist jetzt hier in der Berliner Botschaft und er bringt uns jetzt das Land zurück. Und dann sind die alle zum Fototermin auf die Treppe gelaufen. Und so war es ja doch dann da drüben auch, dass man die Leute letztendlich
ins Kapitol hineingelockt hat, um hinterher zu sagen, das waren Terroristen, da teilweise Leute sitzen heute noch im Knast. Es sitzen 1200 Leute noch im Gefängnis. Und immer noch, 1200. es werden immer noch Leute verhaftet, Robert. Letztens waren die beiden Leute auf Hawaii zu Besuch irgendwie und da haben sie den FBI gleich mitgeläutet, da haben sie gleich auf Hawaii ein paar Leute verhaftet, ne, die auf ihrer Liste standen. Es werden immer noch 3 Jahre später, was 4 Jahre später, werden noch Leute wegen dem 6. Januar verhaftet, weil sie Hausfriedensbruch begangen haben. Ich meine, die deutschen Medien haben ja gesagt, das war ein bewaffneter Umsturzversuch. Niemand hat eine Waffe dabei gehabt an dem Tag. Niemand wurde wegen Waffenbesitz verhaftet. Und das war die Wählerschaft, die wahrscheinlich in Amerika am meisten Waffen besitzt Ja. von allen. Ja. Wenn die also wirklich einen bewaffneten Aufstand hätten organisieren wollen mit den Proud Boys oder welchen Milizen auch immer, dann hätte das ganz anders ausgeschaut. Ja, das war wirklich eine Demonstration, die außer Kontrolle geraten ist, ähnlich wie Abtreibungsdemonstrationen oder Pro-Palästina-Demonstrationen der Linken, die auch gerne mal im Kongress außer Kontrolle geraten, wo auch da mal das Gebäude gestürmt wird, aber das ist ja in Ordnung. Ne? Man muss auch dazu sagen, dieser ganze Prozess, den Trump da begleiten wollte, der ist ja ganz normal, dass die Bundesstaaten auch die Wahlergebnisse anzweifeln wollen. 2016 haben ja die Clinton-Leute auch die Wahlergebnisse angezweifelt. Damals war der Vorsitzende des Kongresses Joe Biden. Und der hat aber festgestellt, dass sie nicht die nötigen Senatoren an Bord hatte, also Abgeordnete und Senatoren in jedem Bundesstaat, um so eine Anfechtung durchzuziehen. Die hatten also nur Abgeordnete und keine Senatoren, die ihre Trump-Verschwörungstheorien 2016 unterstützt hatten. Deshalb hat Joe Biden das damals abgelehnt. Aber das ist ein ganz normaler Prozess, die Wahlergebnisse auch anfechten zu dürfen. Ja, und wenn das Donald Trump macht, dann ist es plötzlich ein Putschversuch. Und dazu kam diese Menge vor dem Kapitol. Und eine Freundin von mir war dabei. Da waren ja viele, viele Patrioten, Amerikaner dabei, aber auch zum Beispiel Asiaten. Und eine Freundin von mir ist Perserin, ist Iranerin. Und die Exil-Iraner, die unterstützen auch Donald Trump, wie zum Beispiel Vietnamesen oder Hongkong-Chinesen auch ganz stark Trump unterstützen. Die war dabei an dem Tag und die hat gesagt, du hast gemerkt, dass da irgendwelche Leute plötzlich aufgetaucht sind, die anders waren. Sie war also da vor dem Senatsgebäude sogar anwesend und plötzlich kamen irgendwelche Leute aus Bussen oder sowas, die ganz aggressiv aufgetreten Auch von sind. der Kleidung her mit Riot Gear, also so Schutzkleidung und vermummt, Antifa-artige Antifa. Kleidung, Und die ja, haben dann auch bei den angefangen, Videos. auch gewaltsam für die Bilder zu sorgen, die um die Welt gegangen sind, mit Werkzeugen die Scheiben einzuschlagen, Randale, Da gibt es eine Szene Aufruhr. vor dem Haupttor, wo sogar die Trump-Leute rufen, keine Antifa, keine Antifa, und diese Typen Fett, da auf die fett, Scheiben fett, also schießen. sprich Spitzel, Spitzel von den Dann am Diensten und Abend so, davor, ja. dieser berühmte Ray Epps, dass er gesagt hat, wir müssen in das Kapitol gehen und müssen hin, und alle angefangen zu rufen, Spitzel, Spitzel, Ja. dass er das doch durchgezogen hat. Also Agent Provocateur, Agent Provocators, dass die absichtlich da in die Menge eingeschleust worden sind, um dann gruppendynamisch einfach solche Prozesse auszulösen, wie damals mit dieser Heilpraktikerin in Berlin, die dann eben da so irgendwelche wilden Ich glaube, du hast Sachen, wirklich recht, dass es so ja. eine Art so ein Übungslauf war in Berlin. Ich war ja damals nicht dabei, ich habe das aus der Ferne beobachtet, aber wir hatten ja damals ich war damals noch bei der AfD als Pressereferent und da gab es auch diesen Vorfall mit dem Altmaier, wo die Rebecca Sommer da ihn gefilmt hat und ihm irgendwelche Fragen gestellt hat. Ja. Und nicht schlimm eigentlich, aber plötzlich war das in der Tagesschau, ja, dass irgendwelche Leute da das Bundestagsgebäude infiltriert hätten und den Altmaier bedrängt hätten, wo du gemerkt hast, die Medien erwarten nur drauf, dass sie Naja, sowas finden. man konnte da Ja. den Fokus weglenken und zwar war an dem Tag die zweite große Demo. Ich war damals vor Ort in Berlin an der Goldelse oder an diesem Friedensengel. Da waren auch wirklich wie beim ersten Mal Zehntausende Menschen. Ich habe John F. Kennedy Jr. damals getroffen, habe ihn kurz interviewen dürfen. Wirklich, das war eine tolle Stimmung. So, jetzt muss es doch mit dieser Corona-Geschichte endlich kippen. Und spätestens am Abend, als dann
die Berichterstattung sich nur noch auf die Stürmung von der Reichstagstreppe konzentriert hat, war alles Thema weg. Und alle Querdenker wurden automatisch mit diesem rechtsextremen Umsturzversuch des Reichstags, der Regierung in Verbindung gebracht. Und das war das Framing. Und offensichtlich ist es so gut gelaufen, dass man in Amerika gesagt hat, okay, wir machen die American Version vom Sturm auf den Reichstag. Lasst uns das im Januar J6 machen. Also J6, Abkürzung Januar 6, das ist so das Akronym dafür. Du sagst 1200 Leute, das schockt mich jetzt wirklich, dass da immer noch so viele Leute ungerechtfertigterweise im Knast sitzen. Teilweise ohne Anklage, teilweise sind die immer noch in U-Haft. Und erstaunlicherweise, obwohl sich da einiges tut, wird momentan nichts dran geändert an dieser Situation. Ich habe vor ein paar Tagen etwas gefunden, und zwar ist es rumgegangen vom House Administration Subcommittee on Oversight. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist halt irgend so ein Ausschuss. Und da steht drin. Der Aufsichtsausschuss des Kongresses, sozusagen, der beachtet, dass da die Geschäftsordnung, wie wir jetzt in Thüringen gesehen haben, sozusagen eingehalten werden. Hier steht drin, dass die Biden-Harris-Administration vor kurzem Statements quasi entdeckt hat oder freigegeben hat, die ganz klar sagen, dass die, Key Personal, also von hohen Leuten, die damit zu tun hatten, diese neuen Transkripte zeigen, dass hochrangige Pentagon-Offizielle unnötigerweise den Einsatz der Nationalgarde am Kapitol an diesem Tag verzögert haben und Trump selber sogar dazu aufgerufen hat, die Nationalgarde einzusetzen. Also Trump wollte, dass es da nicht zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung kommt, und genau das hat man ihm aber dann in einem Twist, in der Umkehrung der Tatsachen vorgeworfen. Also typische Täter-Opfer-Umkehr. Auch gleichzeitig, dass er immer auf Twitter geschrieben hat, bitte geht nach Hause und Bitte greift unsere Polizei nicht an. Das wurde ja dann von Twitter gelöscht. Eigentlich, wenn man Interesse daran hätte, diesen Umsturzversuch abzuwehren, dann hätte man diese Botschaft vom noch Präsidenten ja verstärkt und gesagt, guck mal, sogar der Trump sagt, ihr sollt nach Hause gehen, aber nein, die haben das ja gelöscht. Und dann zwei Tage später sein ganzes Konto gelöscht, damit er das gar nicht mehr irgendwie nachvollziehen konnte. Ja. Das zeigt mir mal wieder, in was für einem desolaten Zustand diese Rechtsprechung da drüben eigentlich ist. Nicht nur da, sondern auch bei uns. Jeder, der sich da die Mühe macht, über den Tellerrand zu gucken, merkt irgendwann, irgendwas ist hier fishy, irgendwas stimmt hier nicht. Wir hätten ja uns gar nicht vorstellen können, Robert, dass es so weit geht, dass die Instrumentalisierung dieses Justiz- und Staatsapparates während der Obama-Zeit so schlimm geworden ist und auch quasi während der Trump-Amtszeit weitergegangen ist. Trump konnte ja keine Leute rausschmeißen, muss man wissen. Ja. Als er den James Comey, den FBI-Chef, rausgeschmissen hat, den sogar Hillary Clinton feuern lassen wollte, weil er hat sie auch irgendwie angeschwärzt, war das dann schon wieder fast Grund für eine Amtsenthebung. Trump konnte also diese ganzen U-Boote der Obama-Regierung gar nicht loswerden. Der hat seine ganze Administration, seine ganze Regierung war voller Leute, die ständig geleakt haben. Auch das Pentagon war gegen ihn. Er wollte ja auch aus Afghanistan abziehen, zu ganz anderen Bedingungen. Ja. Pentagon hat gesagt, nö. Genau. Und durch die Twitter-Files ist ja auch rausgekommen, dass plötzlich im Wahljahr 2020 gingen ja ganz viele, auffällig viele CIA-Beamte dann plötzlich zu Facebook und zu Twitter und haben da ganz neuen Lebensweg eingeschlagen. Ne? Also wollten sich beruflich umorientieren und haben dann wöchentliche Meetings abgehalten mit Twitter und dem FBI, um die Fake News der Trump-Anhänger zu zensieren. Also das allein ist ja schon so eine Wahlbeeinflussung. René de Resta soll geprahlt haben, dass sie irgendwie 20 Millionen Tweets irgendwie gelöscht haben oder so. Diese ehemalige CIA-Agentin, die da plötzlich da für die Wahlintegrität bei der Stanford University zuständig war. Das kam ja alles erst durch die Twitter-Files raus, sonst würden wir das ja gar nicht wissen. Letztendlich ist es für mich fast nichts Neues gewesen, aber in der Fülle der Informationen, wie du sie zusammengetragen hast, ist es echt ein dickes Pfund, das mich dann auch nochmal wirklich so, ich konnte nicht mehr aus der Hand legen, das Buch, wirklich so, ich habe meiner Frau sogar draus vorgelesen, sag, hör dir mal an, was da passiert ist. Und sie so, echt jetzt? Wo steht es? Ey, guck, da und da und da. Also es ist wirklich super spannend. Lass uns wegen der Zeit, die wir nicht haben heute, mal nochmal weiter vorspulen. Wir sind jetzt wieder in so einer Situation. Trump ist wieder Kandidat der Republikaner, füllt jeden Tag Footballstadien. Hunderttausende Menschen pilgern zu ihm und haben da jetzt eine Hoffnung, weil sie auch erkannt haben, was für ein korruptes System da eigentlich ist.
Zwei Anschläge schon hat er quasi über sich ergehen lassen müssen. Ich habe sogar von einer ganz komischen dritten Sache gehört. Bei einer Veranstaltung war hinter ihm zwei kleine Podien links und rechts, wo ein paar ausgewählte Zuschauer saßen, die dann halt auch fürs Bild Fähnchen winken konnten und so. Und auf einer Seite gab es 20 Leute, die hinterher zum Arzt mussten, alle mit Atem- und Augenbeschwerden, die also wirklich eine Verätzung schon fast hatten, die also tagelang ganz große Augenbeschwerden hatten. Es könnte durchaus sein, dass da sogar irgendwie so eine, ich will jetzt nicht Giftgas sagen, dass da Leute zu Tode gekommen sind, aber wenn 20 Leute auf einer Seite alle das gleiche Symptom hinterher entwickeln, dann bedeutet es, dass da mit irgendwelchen Mitteln hantiert wurde und das war genau hinter ihm. Also noch etwas fällt mir gerade ein. Dieser zweite Attentäter, Rouse, wie er heißt, da wurde jetzt vor wenigen Tagen sein Abschiedsbrief veröffentlicht, der ganz klar zur Gewalt aufruft. Also da steht drin, er hat es leider nicht geschafft, aber er bietet jedem, der das schafft, den Trump wegzumachen, 150.000 Dollar. Im Hat Gegensatz sich zu eine diesen, Belohnung ausgesetzt. da gab es vor kurzem einen Anschlag von einem Trans-Attentäter und diese Trans-Person hat ein paar Leute erschossen und da gab es auch ein Manifesto. Das wurde aber wegen Gefährdung, also nicht, das wurde nicht veröffentlicht, damit man nicht zur Gewalt aufruft. Und hier genau das Gegenteil. Der Attentäter darf die erste Seite von dem Pamphlet noch veröffentlichen und das ist ja quasi wie eine Zielscheibe, die man nochmal zusätzlich auf Trump draufmalt. Ja, dieser Ryan Roof ist ja auch eine ganz rätselhafte Gestalt. Also angeblich Dachdecker, ja. Der hat es irgendwie geschafft, obwohl er keine Einnahmen mit seiner Firma auf Hawaii hatte, irgendwie plötzlich in der Ukraine aufzutauchen und irgendwelche Afghanen dann über Pakistan, das als CIA-Drehscheibe gilt, irgendwie zum Kämpfen in die Ukraine zu holen. Und also ganz, ganz dubios. Also der Mike Pence hat gesagt, dieser Typ ist überall aufgetaucht, wo das CIA irgendwie Dreck am Stecken hat. Ja. Ist sicher nur rein zufällig, ja. Also Und unglaublich. ein Wunder, dass man ihn aufgehalten hat, dass es Ja. auch offensichtlich Secret Service-Beamte gibt, die das Memo nicht gelesen haben, ja, die dann tatsächlich den Präsidenten das Leben retten. Also das ist das. Und deshalb machen wir uns auch so Sorgen für die nächsten 2 Monate, weil sie haben wirklich Bammel und sie haben wirklich Dreck am Stecken. Du hast es ja gesehen, wenn man mein Buch liest. Seit 2016 herrscht eine illegale Verschwörung, um zu verhindern, dass Donald Trump jemals wieder in die Nähe des erstmal drin bleiben darf oder jemals wieder in die Nähe von dem Weißen Haus kommt. Weil er hat jetzt die Schnauze voll. Er hat die Faxen dick und er hat gesagt, er wird mit diesem ganzen Apparat aufräumen. Und Mike Flynn, dem sie ja wirklich das Leben ruiniert haben, dem sie seinen Sohn ins Gefängnis bringen wollte, wegen irgendwelcher Telefonate, Privatinsolvenz ruiniert. das Haus muss er verkaufen, alles Mögliche. Diese Leute, und die haben ja 20, 22 Trump-Anwälte. Anwälte waren bei uns in der westlichen Welt seit Rom, seit Cicero eigentlich tabu. Ja? Dein Anwalt ist dein Anwalt. Der wird nicht irgendwie ins Gefängnis gesperrt, weil er dich verteidigt hat. Das ist Giuliani, meine auch große. Giuliani, Rudy Giuliani, auch bankrott, ja. Der Bürgermeister, der Held vom 11. September. Ja? Anwalt, der die Mafia gesiegt, der hat alle 5 Mafia-Clans besiegt. Der taucht plötzlich Borat auf mit einem Filmteam und versucht ihn irgendwie als Sextäter irgendwie zu verunglimpfen. Ja. Also irre, was sie alles mit diesen. Und da gibt es ganz viele Leute, die richtig die Schnauze voll haben von diesem Zeug und die bereit sind, auch da reinzugehen und zu sagen, so, wir müssen jetzt irgendwie die Hälfte vom FBI feuern. Ich verfolge einige amerikanische Aktivisten, unter anderem Charlie Kirk, der mit seiner Turning Point USA da auch ganz viel aktiviert und der ist immer up to date, also aktuell von dem, was er da postet. Und die sind alle super aufgeregt, dass es vielleicht nicht über die Ziellinie schafft und dass da eben noch was passieren könnte. Aber nehmen wir jetzt mal an, der kommt bis zur Ziel, also kommt bis zum Wahlabend. Ich vermute mal, dass die Bestrebungen jetzt hier weiter an einem oder den Wahlbetrug von 2020 nochmal durchzuführen, dass das ja nicht weniger geworden ist. Also sprich, die ganzen Betrügereien, die damals passiert sind, die haben ja dazugelernt die letzten 4 Jahre. Die machen das wahrscheinlich noch mehr Aber sophisticated. die Republikaner auch. Ich meine, es gab damals dieses Transition Integrity Project, mit dem 2020 dieser ganze
Wahlbetrug geplant wurde. Das konnte man ja relativ gut dokumentieren. Da gibt es jetzt auch einen Untersuchungsausschuss dazu. Und jetzt haben die Republikaner auch ihren eigenen Wahlintegritätsprojekt, ja, um dagegen zu vorzugehen. Steve Bannon war Wortführer davon mit seiner Sendung The War Room. Der schafft es ja wirklich, sein Publikum von 10 Millionen da zu motivieren und zu sagen, geht da raus, guckt euch das an, hier ist das Schweinerei, ruft diesen Abgeordneten an. Und das machen die dann auch. Deshalb mussten sie Steve Bannon auch bis wenige Tage vor der Wahl einsperren. Ich werde für den Kontrafunk jetzt zur Wahl nach Washington gehen und werde da hoffentlich auch mit den Bannon-Leuten reden können. Die bauen da schon so ein Gegennetzwerk auf. Und wir haben jetzt auch sozusagen den Gegen-Soros, den Elon Musk, der sich da auch ins Rennen gebracht hat, der auch wirklich genialer Milliardär ist mit sehr viel Einfluss. Wir haben ja immer gedacht, wir brauchen unseren eigenen George Soros, ja, jetzt haben wir ihn. Und dann haben wir Robert Kennedy, der auch eine ganz starke Figur ist, der auch in der Corona-Szene wirklich legendär ist, der auch Demokraten an Bord holt. Wir haben gesehen, die Gewerkschaften, die lassen jetzt Kamala Harris fallen. Der Joe Biden war ja seine ganze Karriere lang eng mit der irischen Mafia und der LKW-Lastwagenfahrergesellschaft. Die Gewerkschaften in Amerika sind immer ganz stark von der Mafia unterwandert gewesen, historisch. Wenn man da einfach gut Druck ausüben kann auf Leute. Und jetzt haben die Teamsters Union in der internen Abstimmung 60% Trump unterstützt und 30% Kamala Harris. Also wenn das ist sozusagen die IG Metall von Amerika. Wenn die plötzlich gegen die Sozialdemokraten, die Demokraten, die Linken in Amerika stimmen und Donald Trump unterstützen, weil sie merken, dass ihre Jobs alle abwandern. Das heißt schon einiges. Die Trump-Leute sagen, der Sieg muss so groß sein, dass sie nicht mehr betrügen können. Ja, too big, too big. Ja, es muss wirklich so 5% Vorsprung sein oder sowas. Und wenn man die Umfragen von Rasmussen, die einzigen, die eigentlich 2016 und 2020 nicht 10 bis 15% daneben lagen, also Rasmussen macht die besten Umfragen, da liegt der Trump konsistent vorne, auch in den Swing States. Und je mehr Kamala Harris rausgeht und sich verplappert und keine Antworten hat, den Leuten in Amerika geht es ja wirklich dreckig, muss man dazu sagen. Die Inflation ist wirklich außer Kontrolle. Die haben wieder 8 Milliarden für die Ukraine jetzt gedruckt. Das ist alles gedrucktes Geld. Das haben wir in Deutschland zum Glück wegen dieser Schuldenbremse noch nicht erlebt. Ja. Deshalb reden die immer in den Nachrichten davon, dass diese Schuldenbremse weg muss, weil sie wollen gerne auch das Geld verbrennen wie in Amerika, ja, für Ukraine und Klima oder irgendwas. In Amerika gehst du zum Einkaufen, du kaufst eine halbe Woche Einkauf, so zwei Tüten Einkauf und einen Kasten Bier oder was, $300. $300. Und du musst, in 3 Tagen Tanken. musst du wieder für deine Familie einkaufen. Dann sind es Ja. $600. Und am Monatsende jemand hat gerade ausgerechnet, in Las Vegas zahlt der Normalbürger jetzt $1.500 nur für Essen. Ohne Sprit, der auch dreimal so viel Und kostet. Sprit und Miete und an allem. Also diese Inflation ist wirklich schlimm geworden in Amerika. Keiner kann sich mehr leisten, ein Haus zu kaufen. Das war immer Grundvoraussetzung, das ist ein Grundrecht in Amerika, ein Haus zu besitzen. Ja, also wie eine Waffe oder so. Ja, jeder besitzt ein Haus dort, aber das ist jetzt plötzlich, BlackRock hat alle Häuser aufgekauft. Ja. Und den Leuten geht es wirklich dreckig, sonst würde das ja nicht bei Trump so fruchten. Also ich sehe den Druck, den die Demokraten haben, da jetzt unbedingt Kamala Harris ins Amt zu bringen, weil sonst der Sumpf wirklich sehr trocken werden könnte. Kam gerade ganz aktuell eine Meldung aus Wisconsin, dass es da eine seltsame Panne gab bei der Wahlvorbereitung. Da wurden nämlich jetzt kurz vor den Wahlen wurden wegen einem Schreibfehler sei es zu Unregelmäßigkeiten gekommen beim Versand der Briefwahlunterlagen, so heißt es von den offiziellen Stellen des Bundesstaates. Zahlreiche Wähler erhielten gleich mehrere Stimmzettel zugestellt, teilweise mit verschiedenen Personendaten. Wie viele und mit falschen Daten versehene Formulare erhalten habe, könne man nicht mehr vollständig eruieren. Und damit ist natürlich jetzt schon wieder im Vorfeld von der Briefwahl Tür und Tor geöffnet, weil wenn so viele, also wenn ich Briefwahl mache, kriege ich genau einen. Für mich mit meinem Namen und sonst nichts. Und wenn ich den habe, dann kann ich auch nicht mehr am Wahllokal abstimmen, weil da steht, hat schon abgestimmt. Und da Du kommt musst ja wahrscheinlich jetzt auch deinen Ausweis vorzeigen in exakt. Deutschland. Und jetzt haben wir ja nicht nur die Situation, dass im Vorfeld gemauschelt wird, sondern die wollen ja auch, dass illegale Migranten einfach beim Auftauchen am Wahllokal mit glaubhafter Versicherung machen, dass sie auch hier sind, dass sie hierher gehören, dass sie dann einen Wahlzettel kriegen.
Amerika ist ja sehr chaotisch. Du hast ja keine zentrale Ausweispflicht, Ja. sondern da teilweise gehst du mit deiner Stromrechnung hin und da steht dein Exakt. Name drauf. Oder Und das ist Büchereikarte. Wenn du in der dann. Bücherei angemeldet bist, kriegst du auch einen Wahlzettel und so. Und ist klar, dass die Migranten die ganzen, die Demokraten wählen, weil die kriegen Free Housing, Food, Transportation, da ist alles da, mehr oder weniger. Ist auch Illegale logisch. auszuschließen wär ja rassistisch, ne? Aber es kann auch sein, dass das nach hinten losgeht tatsächlich, weil viele von den Latinos zumindest sind ja sehr konservativ, die sind ja alle katholisch. Ja? Also Trump hat ungefähr 50% Unterstützung, er hat auch enorme Unterstützung bei schwarzen Männern, was auch keiner erwartet hätte. Die Republikaner waren ja immer traditionell bei 9% ungefähr bei Schwarzen, jetzt liegt er bei 30%, weil die Leute gesehen haben, dass die Demokraten dieses Land wirklich in den Ruin fahren, ja, dass man sich nichts mehr leisten kann. Und es kommen natürlich auch diese illegalen, da gab es diese Diskussion mit Eat the Cats und Eat the Dogs, ja. Aber das hat sich der Trump ja nicht ausgedacht. Das hat man nachher so dargestellt. Aber es gibt ja wirklich diese Gemeinden wie Springfield in Ohio, wo plötzlich 20.000 Haitianer aus einer Voodoo-Kultur da auf dieses Dorf von 60.000 Leuten losgelassen wurden. Und wir wissen ja in Deutschland, wie das ist, wenn in irgendwelchen bayerischen Dörfern dann plötzlich Hunderte von Nordafrikanern auftauchen. Und Haiti ist ein Shithole, muss man sagen. Ja? Also niemand macht freiwillig Urlaub in Haiti, weil da werden auch teilweise gibt es auch noch Kannibalen. Ja? Und wenn diese Leute dann plötzlich in deiner Gemeinde auftauchen und ihrem ganz normalen Essensgewohnheiten Dann nachgehen, gibt's auch ein Katzensteak, ja. ja, und es gibt die ganzen anderen Probleme. Es geht ja nicht nur, das war so etwas, was im Internet als Meme rumgegangen ist und Trump hat das aufgegriffen, aber es gibt Kriminalität, es gibt Banden und teilweise gehen die Gangs um. Es gab ja diese Geschichte in Aurora, Colorado, wo die Haitianer plötzlich mit Kalaschnikows irgendwelche Gebäude besetzt haben und da kamen die Gangbanger aus dem Ghetto und haben gesagt, hey Leute, so fein nicht. Und da gab es Auseinandersetzungen zwischen der schwarzen amerikanischen Gemeinde und diesen Einwanderern. Ja, aber die sind natürlich nicht in Beverly Hills. Der DeSantis hat ja aus Florida irgendwie busseweise dann die Migranten nach Martha's Vineyard geschickt, wo Obama und die ganzen Hollywood-Stars wohnen. Das ging ja gar nicht. Ja, die wurden dann mit einem Essen abgespeist und wurden dann schön in ihre Busse wieder gesetzt. Ja. Also die wollte man dort in Beverly Hills oder auf Martha's Vineyard, will man keine Voodoo-Gangs aus Haiti. Die landen dann in den armen Gegenden. Und diese Leute, die wählen jetzt Trump. Ja, in Berlin-Prenzlauer Berg will auch niemand ein Flüchtlingsheim haben, weißt du? Das ist da genauso. Aber gehen wir mal davon aus, er würde es jetzt werten. Ich glaube ja, dass die den Betrug wiederholen und die Kamala Harris installieren. Ich kann es mir eigentlich fast gar nicht anders vorstellen. Nach den Daten, die ich von dir aus dem Buch raus habe, ist es schon fast unmöglich zu glauben, dass Trump das gewinnt. Aber nehmen wir jetzt mal an, Trump würde das Rennen machen. Wie würde sich dann jetzt die nahe Zukunft gestalten? Weil er hat gesagt, ja, Ukraine, das sieht er nicht mehr so wichtig, da würde er mit Putin reden, 24 Stunden später ist der Deal weg, aber mit seinem Vize, mit JD Vance, der ja auch ganz klar schon die Position gegen Iran gelegt hat, würde sich der Konflikt dann nicht einfach verschieben, dass dann der große Konflikt Iran, der ja auch seit 1979 schon am Schwelen ist, dass der dann endlich die Falken befriedigt in Amerika und da dann, was ist deine JD Vance Einschätzung? wird aber auch vorgeworfen, Isolationist zu sein. Also diese American First-Fraktion, die Donald Trump vertritt, der Grund, warum dieser tiefe Staat ihn auf dem Kieker überhaupt gehabt hat, da gehört JD Vance ja dazu. Und ich finde, er hat das sehr schlau gemacht. Er hätte ja die Wahl gehabt, wie Mike Pence damals, einen Vice President zu ernennen, der eher aus dieser traditionellen konservativen republikanischen Kriegsfraktionen kommt, die immer für ein starkes Amerika und für ein Eingreifen in der Welt aufgetreten sind, so wie jemand wie John Bolton, sein nationaler Sicherheitsberater, der immer dafür war, Dinge zu bombardieren. Ja. Auch in Syrien, es gab ja wirklich diesen Anschlag, diesen relativ sinnlosen Anschlag in Syrien, wo 50 Syrer, ein paar Russen dann getötet wurden. Aber Trump hat dann relativ schnell den Braten gerochen und als der Bolton wollte, dass er den Iran bombardiert, hat er gesagt, ja, wie viele Leute werden da sterben? Und als er die Zahlen gesehen hat, dann hat er gesagt, nee, das machen wir nicht. Ja. Und der JD Vance ist auch dieser America First Fraktion zuzurechnen. Der ist
wie ich, wie viele Amerikaner sehr pro Israel. Das werden vielleicht nicht alle deine Zuschauer so sehen. Ich bin leidenschaftlich pro Israel. Die sind die einzigen, die das Problem begriffen haben, was wir mit Islam haben. Und da wird der JD Vance auch dazu stehen. Da steht auch der Kennedy dazu. Der hat es auch gegen seine ganze demokratische Fraktion da, diese Pro-Israel-Einstellung beibehalten. Das ist sicher ein Punkt, aber das wichtige Problem, was wir ja haben, ist ja Russland und Ukraine. Dieser sinnlose Krieg, den die da wirklich vom Zaun gebrochen haben. Ich glaube, die haben vielleicht nicht erwartet, dass der Putin sich wehrt, ja, aber die haben ja wirklich ab 2021 angefangen, die Ukraine da in die NATO zu holen. Der Anthony Blinken, der Außenminister, hat sich mit dem November 2021 mit dem ukrainischen Außenminister in Washington getroffen und ein großes Papier aufgelegt, wie wir die Ukraine jetzt in die NATO holen. Und da ging das ganze Desaster ja erst los, dass der Putin gesagt hat, bitte mach das nicht. Und die gesagt haben, doch, Ella Baerbock. Und dann ist die doofe Kamala Harris nach München auf die Sicherheitskonferenz gekommen und hat gesagt, klar, darf die Ukraine entscheiden, ob sie in die NATO kommt oder nicht. Und 3 Tage später gab es Krieg. Ja, also das hat sie ja hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz ja im Prinzip losgetreten, diese Frau, hat sich immer noch nicht dafür entschuldigt, natürlich. Und das Wichtigste wäre für mich, egal was mit dem Iran passiert, das muss man dann sehen, Israel und Hamas und Hisbollah ist natürlich so ein Thema, aber für mich ist das Wichtigste, dass dieses sinnlose Sterben an der Front im Donbass endlich ein Ende hat. Ja, die Ukrainer veröffentlichen Zahlen, wie viele tausend Russen gestern gestorben sind, und die Russen veröffentlichen Zahlen, wie viele tausend Ukrainer gestern gestorben sind, und es kommt nie in den Nachrichten bei uns. Jeden Tag sterben 1.000 bis 2.000 Leute angeblich oder fallen. Ja, die sind natürlich Verletzte und Verwundete und Vermisste und Gefangene zählen alle rein in diese Zahlen. Aber das sind so irrsinnige Zahlen. Sie haben ja Russia Today in Europa nicht ohne Grund verboten. Das Erste, was sie gemacht haben nach diesem Kriegsausbruch, war Sputnik und Russia Today zu verbieten. In Amerika kriegst du es noch. Aber man muss jetzt ein VPN nutzen, einen Tor-Browser oder sowas, um Russia Today zu lesen. Und ich empfehle es jedem, einfach mitzukriegen, was denken die Russen überhaupt, und wie ist der Frontverlauf ihrer Meinung nach. Ja? Und dieses sinnlose, grausame Sterben muss endlich ein Ende haben. Und das wird mit Trump passieren und auch mit JD Vance. Ja? JD Vance ist so eine Art Sicherheitspolice für ihn, weil selbst wenn sie den Trump. Wenn es einen dritten Anschlag geben würde, einen erfolgreichen, Gott behüte, ja, und sie den Trump umbringen würde, dann würde JD Vance automatisch nachrücken. Der würde dasselbe machen, zumindest mal, was die Ukraine angeht. Das saß mit Ricarda Lang auf der Bühne im Frühjahr bei der Sicherheitskonferenz, und diese grüne Verteidigungsexpertin hat dann versucht, den Marineveteran, der wirklich im Irak gedient hat, da irgendwie als Putin-Freund darzustellen oder irgendwas. Und er hat sie natürlich gnadenlos auflaufen lassen, weil er wirklich weiß, dass die NATO überfordert ist mit diesem Kampf. Die Russen liefern jeden Monat 500.000 Artilleriegranaten, und wir haben 100.000. Das kannst du dir dann ausrechnen. Wo soll das hinführen? Niemand sagt, was ist der Plan? Ja, der Plan kann sicher nicht sein, dass amerikanische Flugzeugträger in Sewastopol ankern und amerikanische Atom-U-Boote das Schwarze Meer beherrschen. Das wird kein Russe zulassen, egal ob er jetzt Putin heißt oder Ivan. Das ist nicht drin. Ich komme immer wieder auf den Punkt, dass wir das große Problem eigentlich nur deswegen haben, weil wir eine riesengroße Medienkrise haben. All diese Dinge im Vorfeld von Trump und auch die Schlechtschreibung von Trump, um mal den Bogen zurückzuspannen, auch das, was wir jetzt gesagt haben, ist ja nur deswegen möglich, weil die meisten Menschen davon gar keine Ahnung haben, was wirklich passiert. Man muss Bücher lesen wie von dir, von anderen Analysten, von Journalisten, von Menschen, die das tief recherchieren und dann verstehen, dass es ganz andere Zusammenhänge gibt. Wir sind beide jetzt schon seit vielen Jahren in alternativen Medien zu Hause. Wir versuchen da mit dieser Arbeit voranzukommen. Was wäre dein Wunsch in Sachen Medienlandschaft? Wie könnte man das aufknacken? Was muss passieren, dass nicht wieder so eine Farzveranstaltung wie der Deutsche Fernsehpreis von neulich kam? Wer wurde ausgezeichnet? Böhmermann, Bosetti und also das ist schon so peinlich, wenn die sich selber da feiern mit ihren eigenen Lügen. Ich habe es mal kurz angeschaut und ich war dann irgendwie so wie ein Blick aus der Matrix raus, so, ja. Ja. Ich gucke mir immer noch jeden Abend die Tagesschau Oh an, mein weil Gott.
Ich guck sie mir nur an, um den Fernseher anzubrüllen, ja. Aber man muss auch wissen, sozusagen, was der Gegner im Schilde führt, ja. Und da kriegt man dann, so ging es ja los mit meiner Soros-Recherche, ja. Das werden immer irgendwelche Experten zitiert, ja. Ja. Für irgendwas, für Migration. Wir kennen ja den berühmten Gerald Knaus damals, der die Merkel beraten hat in der Flüchtlingskrise. Und ich habe angefangen, einfach all diese Leute zu googeln. Das ist schon mal ein schönes Hobby für jeden aufmerksamen Zuschauer, egal ob ZDF oder auch in den Mainstream-Medien. Wenn irgendwelche Experten sagen dies, Experten sagen das, dann googelt man diese Experten und man hat also ein paar Webseiten, so wie Influence Watch oder Discover the Networks. Auch die Finanzierungsseite von der EU, die FTS, die Financial Transparency Seite, ist sehr gut für sowas. Und man gibt einfach diese NGOs ein und findet dann in ein paar Klicks also raus, dass das alles irgendwie Soros-Leute sind. Ja. Und so ging das ja los mit meiner Ukraine-Recherche, dass all diese Leute, die in den ersten Wochen des Krieges vom ARD als Experten zitiert worden, die haben sich nicht getraut, da Kriegskorrespondenten hinzuschicken. Das war eine Generation, die sich mit Krieg nicht sonderlich auskennt, ja. Und da hat man nur angefangen, einfach seine Freunde anzurufen im Soros-Netzwerk, ja. Und vom European Council on Foreign Relations und von der Stiftung Wissenschaft und Politik und diese ganzen Leute, die man halt ständig im Fernsehen sieht, das sind halt alles irgendwelche gesteuerten Marionetten. Das ist genau das, was wir den Russen vorwerfen. Dass die vom Staatsapparat, vom Putin-Apparat, da die Medien kontrolliert werden, das ist genau das Gleiche findet bei uns statt. Ich Und das muss nicht so sein. Das sehe muss da nicht so eine sein. Machtkonzentration in den Händen von ganz wenigen. Zum ersten Mal habe ich gerade jetzt gestern gelesen, 1% kontrolliert 95% des Weltvermögens auf der Welt. Und das sind dann, ich glaube, ich weiß nicht mal, wer es gesagt hat, vielleicht war es Dirk Pohlmann, das ist dieses Schranzentum. Diese ganzen Milliardäre sind umgeben von lauter Schranzen. Das sind Leute, die denen nach dem Mund reden, die ihnen mit dem silbernen, mit dem goldenen Vlies den Hintern wischen, sozusagen, in der Hoffnung, dass von dem großen Goldregen auch etwas auf sie herabfallen möge. Das ist egal, ob das Bill Gates ist, der dann mit irgendeiner Idee, genmanipulierte Mücken machen wir, egal was das ist, wir machen das. Dann gibt es genügend Wissenschaftler, die das machen. Oder bei George Soros eben, dass du mit 10 Milliarden einfach so viel Aktivisten mobilisieren kannst, um das alles umzusetzen. Ich denke, das ist das große Problem. Und da sind natürlich alle Medien auch mit betroffen, indem man den Spiegel mal mit jedem Jahr 3, 4, 5 Millionen finanziert oder hier oder da. Aber diese Leute machen das nur, was in ihrem finanziellen Interesse ist. Das habe ich auch erst verstanden durch Mike Benz. Ich habe dieses ganze Soros-Buch geschrieben, was ich immer noch sehr, sehr gute Recherche finde, aber habe erst nachher verstanden, was eigentlich der Witz an George Soros ist. Das kann ich dir kurz vielleicht immer noch abschließend erklären. Und zwar wurde dieser ganze Deep State-Apparat eigentlich nach dem Kalten Krieg erfunden. Damals hat der CIA in den 60er Jahren noch ganze Regierungen gestürzt, hat Che Guevara irgendwie köpfen lassen und Patrice Lumumba in Kongo. Also damals wurde noch tatsächlich geputscht und wurden noch Leute umgebracht und so. Und dann kam Jimmy Carter und nach der Hippie-Zeit flog das alles auf. Die Friedensbewegung in Amerika fand das natürlich nicht so toll, dass die CIA und FBI da ihre Friedensbewegung infiltriert hatte. Und da gab es also richtige Anhörungen unter Carter, die Church Commission, um das abzuschaffen. Und der Carter hat in einer Nacht der langen Messer über Nacht alle 30% aller CIA-Operativen entlassen und diesen ganzen Apparat eigentlich lahmgelegt. Und dann kam Ronald Reagan und wollte wieder den Kampf aufnehmen gegen den Kommunismus. Und die CIA war aber sozusagen in Misskredit geraten. Ja? Und deshalb mussten sie eine Parallelstruktur erfinden, die nichts mit der CIA zu tun hat. Da gab es also Stiftungen und NGOs, ja, die National Endowment for Democracy, die zwar zu 100% vom Kongress finanziert ist, aber unabhängig ist. Ja. Die gibt es eine demokratische Abteilung und eine republikanische Abteilung, und die geht dann raus in die Welt und verbreitet Demokratie. Ja. Und das war zum Beispiel Lech Walesa in Polen, die Solidaritätsbewegung und der Václav Havel in der Tschechei. Das waren National Endowment for Democracy-Projekte. Und gleichzeitig gab es diesen Währungsspekulanten in New York, der George Soros, der sehr erfolgreich vor allem auf Ramschwährungen spekuliert hat. Da kannst du am besten natürlich die Kurse bewegen. Und die Kurse bewegen sich da am meisten. Auch Ostblock-Währungen. Und Soros hatte sich darauf spezialisiert, weil er aus Ungarn kam und den Ostblock kannte.
auf Spekulation mit Ostblock-Währungen. Und gleichzeitig hat er 1979 eine Stiftung gegründet, was er damals wirklich gesagt hat, als Steuersparmodell für seine Kinder. Ja? Wenn du es in die Stiftung tust, dann musst du keine Steuern zahlen. Ja? Kann er seine Milliarden auf die Seite packen. Aber du willst natürlich eine Stiftung machen, die nicht irgendwie aneckt, sondern die möglichst im Sinne der Regierung ist. Wenn du eine Stiftung als Steuerschlupfloch schaffst, willst du etwas sein haben, was vielleicht von der Regierung ganz wohlwollend gesehen wird. Du willst also nicht irgendwie regierungskritisch sein mit deiner Stiftung. Das ist auch bei uns hier bei der Bertelsmann Stiftung und wie sie alle heißen, die sind auch immer im Sinne der Regierung und nicht irgendwie tatsächlich im Sinne des Widerstands. Das heißt, es ist sehr gut, wenn du so eine Steuersparstiftung einrichten willst, die gleich mit der Regierung zu koordinieren. Hat die CIA und National Endowment for Democracy gesagt, ja super, dann geh doch mal raus in den Ostblock und mach da überall deine Stiftungen auf. George Soros hatte sogar 1988 schon eine Open Society in Moskau. Vor der Wende. In Polen und so weiter. Und so kam das. George Soros ist eigentlich nur das Instrument des amerikanischen Machtapparates. Es gibt auch so Leute wie Pierre Omidyar, diesen Paper-Gründer da, der mit Korrektiv zusammenhängt, der war im Gespräch als Korrektiv diese Deportationslüge verbreitet hat. Das sind alles bloß Milliardäre, die eine Stiftung einrichten wollen und die tun sich sehr gut daran, sich halt mit dem Geheimdienstapparat und dem Staatsapparat zu arrangieren. Und bei Soros hatte das auch der Vorteil, dass er Devisenspekulant war. Das heißt, wenn du weißt, was die Pläne der Regierung sind, welche Länder als nächstes destabilisiert werden sollen, dann kannst du natürlich auch sehr gut auf diese Währung spekulieren. Wenn du weißt, dass die polnische Regierung gleich in eine Krise stürzen will, dann wettest du halt gegen den Zloty. Und das ist eine Lizenz zum Gelddrucken gewesen. Es war bei ihm immer so faszinierend, wie er schafft, so viel Geld zu spenden und trotzdem einer der reichsten Männer der Welt bleibt. Er hat ja 72 Milliarden Dollar gespendet, steht ja offiziell auf seiner Webseite und ist jetzt immer noch stinkreich. Also wie geht das, wenn du Spekulant bist, der Börsen Guru Andy Costolani hat gesagt, ja, bei ihm ist es immer 50-50 gewesen. Mal hat er verloren, mal hat er gewonnen. Vielleicht war er schlau genug, dann hat er in 51% der Fälle gewonnen und 49% der Spekulationen verloren. Und das ist dann die Marge, mit der ein normaler Börsenspekulant seine Gewinne macht. George Soros gewinnt immer, weil er weiß, was nächstes Jahr die Regierung machen wird. Ja? Ich habe in dem Soros-Buch das Beispiel von Brasilien aufgeführt, wo Obama die Erdölplattformen vor der Küste Amerikas verboten hat. Und natürlich hat Amerika trotzdem Öl gebraucht. Also haben sie das Erdöl aus Brasilien geholt. Die haben auch gerade da ein riesiges Erdölfeld entdeckt von der Petrobrasilia, Petrobras. Und die Investoren waren natürlich George Soros und die Kumpels von Barack Obama. So, die wussten ein Jahr vorher, dass dieses Brasilien-Geschäft durch die Decke gehen wird. Und so kann man natürlich durch Geldspenden Geld verdienen, indem man sich in den Dienst dieses amerikanischen Machtapparates stellt. Ja, man will sich auf keinen Fall mit denen anecken. Und dann haben sie festgestellt, dass sie mit diesen Farbrevolutionen ganze Regierungen stürzen können. Zuerst Milosevic in Serbien. Ich war ja Otpor, damals Otpor. Otpor, genau. Diese Faust, die sieht man ja immer öfter. Ja. Immer wenn ich die Faust sehe, denke ich, ah, Soros-Leute. 2000 ging es los. Ich war damals als Student auch in Bosnien aktiv. Wir haben da eine kleine Hilfsgruppe gehabt. Ich fand das sehr gut, was die gemacht haben. Die wollten die Kriegsverbrecher da zur Strecke bringen und Arje Naier von Human Rights Watch und der Mark Malik-Brown und George Soros haben wirklich auch gute Dienste geleistet, diese Kriegsverbrecher zur Strecke zu bringen. Haben damals diesen übrigens internationalen Gerichtshof erfunden, internationalen Strafgerichtshof. Wenn man das hört, denkt man, das ist so irgendeine UNO-Einrichtung, das ist eine Soros-Einrichtung Ja. gewesen. Ja. Aber dann haben sie festgestellt, dass sie in der Lage sind, Regierungen zu stürzen. Das hat man bringt also die Leute da in Wallung und erfindet irgendwelche Korruption. Und da gibt es immer irgendeine Umfrage, die sagt, ja, die Wahlergebnisse, die waren gefälscht. Ja. Also Wahlergebnisse sind immer gefälscht, außer es ist Donald Trump, das behauptet. Ja. Das war zuerst 2000 in Belgrad und dann 2003 in Georgien. Gegen Eva Shevardnadze. Shevardnadze war eigentlich unser Freund. Ja, der Genscher hat ihm eine Limousine, eine gepanzerte Limousine geschenkt, damit er nicht umgebracht wird. Und er hat ja Gorbatschow bei der Wende geholfen, aber Shevardnadze wurde dann der Präsident von Georgien und wollte da
ohne äußerliche Einmischung regieren. Und das war sein Fehler, dass er gesagt hat, er will nicht so viele Soros-Leute in Georgien haben. Und da gab es plötzlich einen Putsch gegen Elvan Tschewardnadse. Und es kam dieser komische Michael Saakaschwili, Der die der Krawatte dann plötzlich. gegessen hat. Bitte? Der die Krawatte gegessen hat, damals bei 2008, wo die Ach, Russen das weiß ich ihm. gar nicht. Ja, da war doch diese 2008-Geschichte der Südossetien. Die Russen haben dann nach 24 Stunden gekommen und als das Pendel umgeschwungen hat, ja, also sprich, als die Georgier gemerkt haben, die Russen machen da klar Schiff, war er vor der Fernsehkamera gesessen und hat in einem Übersprungmoment hat er an seiner Krawatte angefangen zu nuckeln, weil er gemerkt hat, ihm geht jetzt der Arsch auf Grundeis, ja, auf Deutsch gesagt. Das war ganz berühmt, ja, diese Krawatte von Alter Saakaschwili, Schwede. ja. Aber ich wollte Ja, dich jetzt nicht ist es und, wieder da. Jetzt ja? ist Georgien wieder plötzlich ein Thema. Ja, Ja, wir ja. sehen, der amerikanische Machtapparat will diesen ganzen südlichen Unterbauch Ja. von Russland eigentlich destabilisieren und vielleicht auch um die neue Seidenstraße aus China zu verhindern oder wie auch immer oder an diese Ressourcen zu kommen. Aber von der Ukraine Ja. bis in die Mongolei wird destabilisiert. Da kannst du überall nachlesen. Jetzt gab es plötzlich einen Putsch in Bangladesch. Und ich gucke mir das an und denke, das sieht aber aus wie eine Farbrevolution. Da wird plötzlich waren hier auf unseren Zeitungen und Bilder von gestürmten Parlamenten. Das war ein guter Parlamentssturm. Das waren unsere Leute. Ja, das ist Ja. der Putsch. Also der Brasilien war böse und Trump war böse am 6. Januar, aber der Putsch in Bangladesch war ganz toll. Die gewählte Präsidentin wurde aus dem oder Premierministerin wurde aus dem Land gejagt. Und die Moslems haben angefangen, die Hindus abzuschlachten. Und es wird immer schlimmer, kommt nie in den Nachrichten. Aber aktuell läuft ein Völkermord in Bangladesch gegen die Hindus. Nur weil wir, der westliche Staatsapparat, wohl diese halbwegs neutrale oder so ein bisschen pro-russische Regierung in Bangladesch da wegputschen wollten. Ja. Und man sieht das und denkt, das sieht man. Irgendwie aus wie so eine Farbrevolution. Und dann fängst du an zu googeln. Wir können ja heute alle googeln. Und stellst du fest, in den indischen Medien wird das schon seit einem Jahr geschrieben, dass es da eine Farbrevolution gegen die Premierministerin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, geben wird. Und die hat selber gesagt, die Amis versuchen, mich wegzuputschen, wird aber alles bei uns hier einfach gar nicht gemeldet. Colin, ich merke gerade, mit dir könnte ich stundenlang über all diese geopolitischen Zusammenhänge quatschen. Es ist super spannend. Ich würde das gern bei einer anderen Gelegenheit auch gerne nochmal aufgreifen. Lass uns zum Abschluss zu dem Buch zurückkommen: Trump gegen den Deep State. Also, ich bin ja sehr gespannt. Also, für meine Wahrnehmung wird das nicht, weil der Betrug so universell ist, dass sie den auch diesmal wieder durchputschen werden, also wegputschen werden. Und Kamala Harris, Ich also. hoffe bloß, dass sie es nicht auf den Dritten Weltkrieg ankommen lassen. Die Das ist Meme-Schreiber sind jetzt wirklich. schon gesichert ihr Job die nächsten 4 Jahre, weil das, was Kamala Harris raushaut, das geht ja auch auf keine Kuhhaut. Das ist nochmal top Joe Biden getoppt irgendwo. Aber wenn er drankommt, dann bin ich wirklich gespannt, ob die Schlangen den Sumpf verlassen werden und was es da dann für Konflikte gibt. Also dein Buch, ich möchte es allen nochmal ans Herz legen, Trump gegen den Deep State, ganz frisch erschienen in diesem Sommer. Und Colin, es war mir eine echte Freude, mit dir so tief in diese Themen einzusteigen. Vielen Dank dafür. Danke dir. Ja, liebe Zuschauer, hier sei es nochmal eingeblendet, das Buch von meinem heutigen Gast Colin McMahon, Trump gegen den Deep State. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, mit so viel Details sind Sie in jeder Diskussion bei Pro oder Contra Trump gut gewappnet. Da können Sie dann quasi punkten, indem Sie all diese Dinge aus diesem Buch in die Diskussion mit einfließen lassen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die nahe Zukunft und wir werden sehen, was bei der Wahl am 5. November dann passiert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und bis dann.